So, da sind wir wieder bei Rogue Legacy, der Barbarenkönigin, die keine Traits hat. Kedavra 2. Kedavra. Ach, keine Ahnung. So, was nehmen wir denn? Gut, das müssen wir noch hochmachen. Hier Rüstung mit jedem Upgrade. Das ist keine geringe Zahl. Pushen wir das mal noch ein bisschen hoch. Dass wir vielleicht 200 Rüstung irgendwann mal haben. Das wäre cool. Ja, Rüstung heißt weniger Schaden. Ich weiß zwar nicht genau, wie das gerechnet wird. Das kann ich auch gerne als Kritikpunkt rechnen. Es gibt zwar hier die Rechnung von Rüstung, dass man sieht, wie viel Rüstung wie viel Verteidigung gibt, aber man weiß nicht, was jetzt 5 Rüstung ausmacht. Wenn man nur eine Prozentzahl hat, die bei 140% jetzt 39% Verteidigung hatte. Weil, warum? Eine Rüstung gibt 2% Verteidigung oder was? Nee, 0,2% Verteidigung. Oder ist das anders berechnet? Man weiß es nicht. Muss man vielleicht beobachten. Stört mich also doch was im Rüstungssystem. Ich dachte erst so, oh, das stört mich ja vielleicht doch nichts. Auf einmal, doch! Und die nur so, Knochen! No! Arsch. Einfach Pharao No ins Gesicht schreien und er gibt Ruhe. Wie ein echter Barbar. So, das lasse ich da, weil das mehr Heilung ist, als ich gerade brauche. Ey, guck mal, wir haben es durchgeschafft, ohne Schaden zu kriegen. Ich bin erstaunt von mir selbst. Kann ich mal kritten? Danke. So, euch lassen wir da gerne unten drin. Und dich töten wir. Da ist ein kleiner Raum. Da ist ein kleiner Raum. Oh, ein Zomboner. Den haben wir gerade noch ausgeschaltet, bevor er uns attackiert hat. Verdammt. Hat das Auge erwischt, bevor es mich trifft. Da, auf einmal ist es hier voll angenehm. Im Hokage rennen hier die wildesten Bestien der Welt rum. Hallo? 5 Äxte. Und angeblich kann man hier cheaten. Nein, die Fähigkeit geht hier gar nicht mehr. Guck, das wurde gefixt. Yay. Aber fast. Haben wir es geschafft. Der Preis ist übrigens auch nur Lebensupgrades. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, hier wird es geschrieben in den Kommentaren mal. Ich sag's zwar nicht direkt, wo ich es gelesen habe, aber wenigstens erwähne ich es irgendwann mal. Na, guck mal. Voll Heilung. Warum kannst du das nicht schneller? Das ist ein Pogo. Meine Güte, halt dein Schwert einfach dauerhaft nach unten von mir aus. Ich habe das nie gesehen und ich möchte es vergessen haben. Danke. Gottes Willen. Ja, guck mal. Perfekter Todeswinkel. Krass ist, wenn die Gegner nicht eine dauerhafte Route haben. Sind die viel zu schwer. Huch. Wie komme ich an die... Achso. Rüstung! Yay! Würde mich schon wundern, wie ich an die Kiste rankomme. Nur weil ich blind bin. Da ist nichts, da ist auch noch nichts. Geht's da rein? Ja. Ich hasse es, wenn solche Räume dann noch einen Ausgang haben. Halt! Euch möchte ich töten, weil ihr verbuggt seid. Verbuggte Pferde sind immer gut. Ja, nicht mal so ein Spiel ist bugfrei. Warum seid ihr Level 100 hier schon? Dann ist der Brunnen ja wieder Level 200 oder 5000. Wäre so lustig, wenn der Brunnen jetzt immer noch Level 100 wäre. So wie beim ersten Mal durchspielen. Steht fast Fortschaden da. Na, du fast. Formal Chain. Q. Bla 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 bla. Einfach mal gelesen haben. Warum auch immer. Besser gelesen haben als nicht gelesen haben. Sollte sogar noch im Steam Online sein und das schreibt mich mal keiner an. Woran mag das liegen?
Was? Es ist 3 Uhr morgens und deswegen schreibt mich keiner an. Nein, es ist gerade mittlerweile schon 16:30. Ihr Idioten, die sich nicht die Zeit merken können und mit LPs mitrechnen. So, dafür verschwende ich gerne mein Mana. Yay, dafür nicht. 5 Punkte mehr Mana. Dafür, dass ich mein Mana verschwendet habe. Muss nach rechts. Ganz nach rechts. Danke. So. Oben und hier rechts. Richtig? Ja. Nur Geld. Und Geld ist mir egal. Diese Viecher sind mir allerdings nicht egal, an denen kann ich nicht vorbei rushen. Und what the fuck? Tausendmal dieses gelbe Ding. Na egal, ich habe immer noch die ersten Gebiete zum Durchrushen. Richtig? Ja, muss richtig sein. Geht doch alle sterben. Ich will nicht 100 Mal auf euch draufhauen. Das nervt so. Da habe ich gar keine Lust drauf. Wenn ich so 100 Mal schlagen muss. Ja, da sterbe ich immer, bevor ich beim Boss bin. So, das nehmen wir auch noch. Dann schauen wir mal, wo wir Statuen haben stehen lassen. So, das ist schon mal gut. Na gut, schauen wir weiter durch das Schloss durch. Gehen wir mal hier ein bisschen. Kann ja auch überall Hähnchen rauskommen. Kann. Nicht muss, ne? Chicken Hunter. Die Räume lohnen sich immer nie zu clearen, weil die Truhe immer oben in der Mitte ist. Habe ich jemals im gesamten LP einmal so eine Kiste bekommen? Diese Zwergendurchgänge sind zwar manchmal praktisch, aber ich finde es mehr unnötig als ein nötiges Feature. Wenn man nicht häufig klein ist, ich zumindest nicht. Weil man als Klein auch nichts trifft. Klein bringt ja nicht unbedingt Vorteile. Besser ausweichen war super. Wenn man so nah an den Feind ran muss, wegen so einem Minischwert, wegen einem Zahnstocher, bringt dann besser auch ausweichen auch nichts. Wenn man da zum Angreifen in den Feind reinrennen muss. Und klebt das Ding da am Boden. So. Ha, hast mich nicht getroffen. Noob-Ding. Schauen wir mal, dass wir den Weg zum Wald finden. In den Gebietswechseln müsste ja noch ein wenig Leben sein. Immer. Ja, da war noch ein Hähnchen. Wunderbar. Ach, hier ist der Bossraum. Noch besser. Jetzt noch mal ein bisschen gratis Geld. Und hier ist der Gebietwechsel. Wunderbar. Mana ist eh voll. Leben jetzt auch. So, dann können wir uns nochmal den Schleimboss angucken. Der eh nur wieder aus Zertrennen und Erdmagiern besteht. Ja, ja. Herodotus. Du Ausgeburt eines Schleimes. So, so. Ich muss erstmal noch ein bisschen kleiner machen. Damit ihr nicht mehr ganz so hoch kommt. Kleiner, sagte ich. Sind sie schon unten? Ja, perfekt. Jetzt muss ich euch ja bekämpfen, ne? Huch. In die Richtung hätte ich den Sprung nicht erwartet. Aua. Erstmal Magier töten. Welches Level sind denn die? 82, okay. Das geht ja noch. Gut, Magier sind wieder weg. Huch, ihr kommt hier hoch. Ah, aber die kleinsten droppen schon keine Magier mehr. Cool. Bitte einmal alle aus meinem Weg gehen, danke.
Was mich gerade bei dem Kampf stört, ist, dass wenn ich die Schleime trenne, dass die dann trotzdem in mir drin spawnen manchmal. Also, dass die kleineren Versionen in mir drin spawnen. So. So, geht weg, ihr kleinen Versionen. Danke. Dann haben ihr riesige Probleme nach oben zugekommen. Das macht den Bosskampf so einfach, dass man sich letztendlich dann hier hinstellen kann. Dreh dich um, Charakter. Ich habe ihn schon besiegt, ne? Eigentlich. Pam! Lastet hier. Geld. Geld. Geld und Geld. Bosse bringen so schön viel Geld. Hey, wir können schon wieder im Brunnen bekämpfen. Mana, Stärke und Leben. Soll mir gefallen. Die 216 Leben nicht unbedingt. Aber gut. Das Geld können wir auch noch kurz in was rein investieren. Dann laufen wir noch mal ein bisschen Amok und schauen mal, wo sich Räume befinden, die sich lohnen. Huch, der Dungeon mit dem Wald verbunden. Sieht man auch nicht häufig. Ich habe noch nie die stärkere Form meiner Mimik gesehen. Immer noch. Ja gut, kommt wahrscheinlich wegen meiner Schwächenruhen. Sonst wären die wahrscheinlich schon im Turm gewesen. Die Mimik sind ja meistens nur im Turm. Wie es mir erscheint. Wahrscheinlich finde ich jetzt hier nochmal 20 Hähnchen und heile mich komplett voll. Ne, ich renne lieber gegen Wölfe. Sehe schon. Was ist eine dumme Position, um den hinzustellen? Auch ganz ehrlich. Aber wir kriegen ihn ja trotzdem tot. So, da hoch. Du bist doof und ich mag dich nicht. Mich zwar wahrscheinlich genauso wenig, aber... Naja, jeder hat seine Differenzen. Da, ich hasse es, wenn man schlägt, dass man sich dabei nicht umdrehen kann. Seht ihr das? Man läuft immer kurz rückwärts. Das gefällt mir nicht. Okay, bisschen Gold verloren. Ein paar tausend. Schade. Wäre cool gewesen, hätten wir nochmal mehr überkriegt. Wie oft dieses blaue Auge jetzt überall ist. Voll die Attention-Hure. Seht mich an, ich bin blau und ich existiere. Genauso denkt dieses Auge. Nicht nur so Eindringlinge muss vernichten. Nö, nö. Feed all enemies. Skillshot. Na schön, wenn man mal den passenden Zauber dabei hat. Nicht wie 80% der Fälle. 80? 90. So, was da? Voll die geile Waldparty hier mit Stacheln. Ich sehe schon. Gut, dass ich eingeladen bin. Lass mal gratis Leben schnappen. Obwohl das gratis Leben auch nicht mehr so viel helfen wird. So. Hui, knapp. Aha, critical. Gut, die möchte ich noch kaputt machen. Na, guck mal, da war noch ein Hähnchen drin. 270 Leben. Sie sollen einfach nicht sterben, ich merke schon. Unser Leben ist zu wertvoll. Ja, wir könnten nochmal ganz voll gehen, wenn wir jetzt noch genügend finden, ne? So, nochmal... 6 Stück oder so müssten wir noch finden vielleicht? Nein. 5 maximal. So, da haben wir ein bisschen Geld. Sag ich auch nicht nein. Jetzt haben wir ja wieder das, was wir schon verspielt haben. Schade, wäre cool gewesen. Ich bin voll reich jetzt. So ist am einfachsten. Huch, ich habe gerade gar keinen Feind gesehen.
Auge da war nicht unbedingt freundlich platziert. Wenn man da durchdashen muss, um gescheit durchzukommen. Und da musste ich gegen das Auge dashen fast schon. Aber ich hab's nicht getan. Aber ich musste fast. Und ja, da im Hintergrund fliegt ein Weihnachtsmann. Ich erwähne es einfach nochmal, obwohl ich schon dreimal erwähnt habe. Weil immer noch Kommentare kommen. Hey, guck mal, da ist ein Weihnachtsmann im Hintergrund. Ja, schon das ganze Spiel. Im Schloss ist es noch was Besonderes, aber kaum rennt man hier in dem Waldgebiet rum, dann sieht man, dass der alle 3 Sekunden eigentlich dran vorbeifliegt. Dass es da irgendwie einen Jungen gibt, der vorbeifliegt, einen Weihnachtsmann. Und eine Fledermaus. Kann jeder an das glauben, was er will. Kann auch einfach ständig behaupten, da fliegt nur eine Fledermaus. Nein, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Aber hier in dem Spiel ist er, deswegen muss es den Weihnachtsmann geben. Was ist das denn für eine Torture-Kammer? Der Wald hat irgendwelche Probleme, glaube ich. Gerade. Wenn ich einen Crit habe, zählt der eigentlich für alle Gegner, die ich treffe? Oder zählt der, wird es pro Gegner einzeln errechnet, ob ich critte oder nicht? Schauen wir mal, welches Level der Brunnen hat. Das ist nicht der Brunnen. Das ist der Brunnen. Glaube ich. Ja. Hallo, Tür, die aufgeht. Wenn wir sterben, dann... Ach, guck mal, wir müssen nicht mal hinlaufen. Trotzdem gehen plus. Bla 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 bla. Den Text kennen wir ja eh schon. Johannes, der Betrüger. Wusstet ihr, dass Rogue mit Schlingel übersetzt werden kann? Ich weiß, passender Zeitpunkt, um das zu erzählen, aber... Wusstet ihr es? Wie viel Schaden machen wir? Ich mache ihm 80. Und das ist eine Menge an seinem Leben. Cool. Achso, und wenn ich kritte, ist er halb tot. Okay, ist cool. Wenn ich mit dem Barbar komme, also heißt es Tschüss, Johannes. Ist ein bisschen schneller als beim letzten Mal, kann es sein? Welches Level bist du? 123, du bist echt fast dasselbe Level wie beim letzten Mal. Ich will gar nicht wissen, welches Level du hast ohne die ganzen Runen. Geh weg. Ah! Was mache ich eigentlich? Ich schaffe den eh nicht mehr. Die zweite Phase zumindest nicht mehr. Geh weg! Aha, noob. So, jetzt kommt die Brunnenphase. Wenigstens beim ersten Versuch im Plus-Game die Brunnenphase erreicht. Aber wir haben schon 17 Minuten. Dann sterben wir beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Zombie. Tschüss!